Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, herzlicher Willkommensgruß auch an Frank Matthias Hofmann, Beauftragter der Evangelischen Kirchen für das Saarland, und Frau Katja Göbel, Leiterin des katholischen Büros. Glaube ich, ein sehr gutes Signal, dass Sie auch hier an dieser Stelle die Debatte mitverfolgen. Großes entsteht immer im Kleinen und mit den Kleinsten. Und ich glaube, deshalb diskutieren wir hier auch durchaus kontrovers die Verabschiedung des Kita-Gesetzes. Jeder erfolgreiche Bildungsweg beginnt mit kleinen Schritten im frühesten Kindesalter. Die Förderung und das Zusammenleben mit Gleichaltrigen, das ist doch sicherlich genau das, was Eltern erwarten, wenn sie ihr Kind den Kitas anvertrauen. Und das im Übrigen nicht mehr, wie das noch in den 70er, 80er Jahren der Fall war, bis zur Mittagspause. Und dann bleibt das Kind zu Hause, sondern inzwischen ganztägig 8 bis 10 Stunden Betreuungszeit sind in unseren Kitas nicht mehr die Seltenheit, sondern das Normale. Und gerade die Förderung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bildet die Grundlage für die gesamte Bildungs- und Entwicklungsbiografie eines Kindes. Wir wollen, dass alle unsere Kinder glücklich sind. Unsere Kitas begleiten Kinder und ihre Eltern über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und es ist nur richtig, an dieser Stelle auch aufgrund der Tatsache, dass gerade die Kitas in dieser Pandemie immer da waren, von Anfang an, sollte heute auch noch mal ein Signal wirklich des Danke an die Welt gehen, dass gerade die Kita-Fachkräfte Außergewöhnliches geleistet haben. Auch die Träger der Kindertageseinrichtungen haben Außergewöhnliches geleistet in dieser Pandemie, tun es immer noch. Und ich glaube, auch sagen zu können, sind in engem Austausch mit meinem Ministerium, um jeden Tag auch einen Schritt der Verbesserung erreichen zu können. Herzlichen Dank. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass Kinder wirklich auch eine sehr lange Zeit am Tag in den Kitas verbringen, dann sind die Kita-Fachkräfte natürlich auch diejenigen, die eine besondere und zentrale Rolle auch in der Entwicklungsförderung der Kinder einnehmen. Sie sind sehr, sehr nah dran an den Sorgen und Belastungen der Familien, gerade auch der Familien, die eine Herausforderung haben. Und sie sind Stätten des Austausches und der Begegnung. Erzieherinnen und Erzieher bauen ein tägliches, intensives Vertrauensverhältnis zu Kindern und Eltern auf und sind somit auch sehr, sehr nah dran an ihren Ängsten. Vielleicht näher, als das jede Beratungsstelle und jedes Jugendamt je sein kann. Sie begleiten und unterstützen die Familien in ihrem direkten Lebensumfeld, sind wichtige Garanten für die Bildungsgerechtigkeit, aber auch für Familiengerechtigkeit. Die besten Chancen für alle Kinder erreicht man deshalb durch eine Stärkung der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Und diese Stärkung gelingt uns, wie ich finde, auch zu Recht durch den angesprochenen Dreiklang. Wir senken die Elternbeiträge, sorgen damit dafür, dass möglichst viele, und zwar nicht zu viele Kinder, wie das eben irgendwo durchgeklungen ist, sondern dass möglichst alle Kinder einen Zugang zu einer Kindertageseinrichtung, zu einer ganztäglichen Bildungs- und Betreuungseinrichtung erhalten. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Pfeiler unseres Dreiklangs. Und ja, selbstverständlich, und das wollen wir damit ja auch erreichen, führt das zu mehr Nachfrage. Deswegen müssen wir auch das Platzangebot weiter ausweiten. Und da müssen wir auch noch eine Schippe drauflegen, zweifelsohne, das sage ich auch, in Richtung der Kita-Träger und in Richtung der Kommunen. Und wir verbessern die Qualität in den Kitas. Das heißt, wir investieren in unsere Fachkräfte, und das ist die Grundlage dieses Gesetzes. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, in dieser Legislaturperiode die Elternbeiträge zu halbieren. Mit dieser finanziellen Entlastung der Familien im Saarland haben wir in besonderer Weise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestärkt. Wir haben ganz bewusst nicht gespalten, sondern wir machen es unabhängig von der Herkunft der Kinder. Und ich glaube, auch das ist ein Riesenschritt. Und dann gibt es trotzdem noch Familien, für die das einfach immer noch zu viel ist. Und da greifen auch die Instrumente, die auch die letzte Bundesregierung auf den Weg gebracht hat im Bereich der Sozialgesetzgebung, um auch diese Beiträge zu übernehmen. Das heißt, wir erreichen damit eine Breite der Saarländerinnen und Saarländer. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und gut so. Wir haben mit den Kita-Trägern und der Jugendhilfe
das Platzangebot in den Kitas massiv ausgebaut. Seit 2012 konnten wir die Zahl der Krippenplätze im Land fast verdoppeln. Hier haben wir jetzt schon eine Versorgungsquote von über 90%. Allein im Jahr 2021 haben wir 20 Millionen Euro Fördermittel in Sicherung und Ausbau der Kita-Plätze investiert. Und dennoch kommt natürlich auch bei mir an, dass Eltern ab der Geburt ihres Kindes einen Betreuungsplatz suchen, die meisten schon, wenn das Kind unterwegs ist, und dass dann auch die Wartelisten länger werden bei den Einrichtungen und der Frust, gerade auch bei jungen Frauen, die ihrem Beruf nachgehen wollen, stetig steigt. Und Meldungen, dass man den Beruf nicht so wahrnehmen kann, wie man das wieder wollte, in Teilzeit gehen muss oder vielleicht auch die Rückkehr in den Job um ein paar Monate verschieben muss, um einen Platz wahrzunehmen, das darf uns, glaube ich, alle auch nicht zufriedenstellen. Und da müssen wir auch genau hinschauen. Mein Appell geht daher auch in Richtung Träger. Lassen Sie uns da schneller werden in der Schaffung dieser Plätze, die so dringend gebraucht werden. Und das ist angesprochen worden. Wenn von Fachkraft-Kind-Relationen die Rede ist, dann ist natürlich klar, dass wir auch in der Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte benötigen. Wir haben die Ausbildungskapazitäten deshalb in der Vergangenheit auch schon sehr stark ausgebaut. Allein in den letzten 4 Jahren jährlich um 10%, haben dort auch verschiedene neue Ausbildungsorte geschaffen im Saarland. Auch das wurde ja bereits erwähnt. Und es geht dabei nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität, denn auch die Anforderungen an die Fachkräfte, an die Arbeit in den Kindertagesstätten ist vielfältiger geworden und insgesamt gestiegen. Meine Damen und Herren, mit unserem Kita-Gesetz ziehen wir hauptsächlich auf Verbesserungen bei der Personalausstattung. Und auch wenn das hier teilweise jetzt so diskutiert wird, als sei es ein Tropfen auf den heißen Stein, will ich es doch noch mal bemühen, dass das sehr wichtige Entscheidungen sind. Wir passen die Vorschriften für die Personalkostenförderung so an, dass die maximale Personalförderung, die das Land und die Kommunen übernehmen, auch wirklich erreicht werden kann. In dieser Förderung ist übrigens auch für jede Fachkraft eine Verfügungszeit von 25% für die Vor- und Nachbereitung der Arbeit mit den Kindern enthalten. Das heißt, auch an dieser Stelle kann der Träger nachpersonalisieren. Außerdem übernimmt das Land die Finanzierung der Hauswirtschaftskräfte zu 100%. Auch das sollte man sich noch mal zu Gemüte führen. Das macht pro Kita zwischen 2 und 3 zusätzliche Fachkräfte aus, die eingestellt werden können. Und beim Stichwort Inklusion will ich mal noch eine Sache sagen. Alle unsere Kitas arbeiten inklusiv und müssen das auch können. Und da müssen wir auch schauen, dass die Rahmenbedingungen nicht nur in den Kitas stimmen, sondern auch dort, wo Zulieferung und Unterstützung herkommt. Wir müssen bei der Bewilligung von Eingliederungshelferinnen und Eingliederungshelfern schneller werden. Wir müssen das unbürokratischer machen. Es kann nicht sein, dass Familien monatelang darauf warten müssen. Und auch hier hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium, dass wir ähnlich wie wir das bei der Schulsozialarbeit geschafft haben, diese Förderung in die Kindertageseinrichtungen bringen, weil es immer wieder Kinder gibt, die mit Unterstützungsbedarfen in die Kindertageseinrichtung kommen. Und dann ist diese Hilfe da, wenn sie gebraucht wird, nämlich ab der ersten Sekunde in der Kita. Es gäbe noch so viel Gutes zu sagen. Ich kriege hier ständig die rote Leuchte, dass meine Zeit abgelaufen ist. Liebe Frau Präsidentin, ich danke Ihnen da auch für Ihr freundliches Lächeln gerade. Mir ist am Schluss noch wichtig zu sagen, und es wurde auf die Anhörung angesprochen, aber selbstverständlich haben wir auch Anhörungsprozesse gemacht und wir sind im Übrigen auch mit allen, die im Kita-Bereich Verantwortung tragen, in einem regelmäßigen Austausch und Dialog im AK Zukunft des Ministeriums für Bildung und Kultur. Wir nehmen selbstverständlich diese Rückmeldungen auch ernst. Und ich verstehe auch, dass in den Einrichtungen derzeit die Lage sehr, sehr angespannt ist. Natürlich ist die Pandemie eine große, große Herausforderung mit sich immer wieder auch anpassenden Regelungen. Und das macht schon auch was mit unseren Fachkräften. Und ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr genau hinschauen müssen, weil wir wollen ja nicht nur neue Fachkräfte einstellen, sondern wir wollen auch diejenigen, die da sind, im System halten und ihnen die Unterstützung zuteilwerden lassen.
Deswegen glaube ich, haben wir jetzt einen wichtigen Schritt gemacht. Das Gesetz soll bedarfsgerecht und praxistauglich sein. Das ist es meines Erachtens. Und wir werden auch in Abstimmung mit der kommunalen Familie, die ja hier bei den Kosten keine irrelevante Rolle spielt, sondern da immer auch mit dabei ist, auch weitere Verbesserungen erzielen, auch in der Zukunft. Ich fühle mich durch diese Stellungnahmen und auch durch die heutige Diskussion darin nur bestärkt. Wir schaffen in der Praxis ein lernendes Gesetz. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft noch sehr ausführlich und intensiv hier miteinander diskutieren. Das neue Kita-Gesetz ist ein wegweisender Schritt für die Zukunftsfähigkeit frühkindlicher Bildung im Saarland. Mein Anspruch ist es, das nun Erreichte in den vor uns liegenden Jahren kontinuierlich auszubauen und weiterzuentwickeln und für die Zukunft unserer Kinder und für die Zukunft unserer Gesellschaft das auch zu tun. Ich bitte um Ihre Zustimmung zum Gesetz. Herzlichen Dank und Glück auf.